Ich bin Fähnrich Hornblower, von seiner britischen Majestät Fregatte Indy Fettigable. Was, ein Fähnrich? Haben Sie keinen höheren Offizier? Sir, für die britische Marine erfordert ein Schoner wie dieser nicht mehr als ein Fähnrichskommando. Sie sind doch noch ein ganz junger Spund. Sie werden sehen, dass sogar ein junger Spund aus seiner Majestät Marine eine zweitägige Fahrt nach England bewältigen kann. Ich sag Ihnen etwas, Mr. Hornblower. Wenn Sie den Dienst weiter so verrichten, wie Sie ihn begonnen haben, erwartet Sie eine große Zukunft. Und ich bin hier, Ihnen zu sagen, die Tage der Untätigkeit sind gezählt. Ja! Sind alle bereit zu kämpfen? Ja! Das ist gut, denn das werden Sie zur Genüge beweisen können. Ja! Gestern traf bei seiner Majestät eine Mitteilung aus Paris ein. Die revolutionäre Regierung in Frankreich hat England den Krieg erklärt, meine Herren. Oh Gott, ein Franzose. Schiff an Steuerbord!